Heute geht es mal um CD-Player und zwar tragbare, relativ klein mit MP3 und USB-Funktion. Im Speziellen um zwei Stück, nämlich einen Lenko und einen Lauson. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Und was mit den beiden günstigen Playern, die so um die Anfang 40 Euro kosten, so los ist oder auch nicht, gucken wir uns in einem kurzen Video an. Hallo, ich bin Joe Dominguez, willkommen auf meinem Kanal zu einem weiteren Technik-Review. Hintergrund der ganzen Aktion ist ganz simpel folgender. Wir benutzen seit 3 Jahren für den Sohn, der ist jetzt 7, einen Lenko-Player. Die sind für Kinder geeignet, die sind auch für Erwachsene geeignet, aber vor allem für Kinder auch durch die einfache Handhabung und so weiter. Das ist kein kompliziertes Gerät, spielt CD und Radio und hat einen relativ guten Klang. Weshalb der Player ausgetauscht werden soll, ist die mangelnde USB- und MP3-Fähigkeit. Da kam diese hier ins Gespräch, die beiden in näheren Auswahl. Warum ich mich zunächst für den Lauson entschieden habe, kann ich im Nachhinein nicht mehr genau sagen. Jedenfalls war das die nicht so richtige Entscheidung. Schließlich wird es wieder ein Lenko werden. Aber warum, das möchte ich mal ganz kurz im Detail zeigen. Diese Art Geräte sind klein und leicht, kosten nicht viel und sind für den mobilen Einsatz gedacht. Also man kann die sowohl an den Strom hängen, man kann die aber auch mit Batterie betreiben, hier ist ein Batteriefach drin und die sind auch tragbar, sodass sie sich leicht irgendwohin mitnehmen lassen. Apropos leicht, der Lauson ist der leichteste dieser drei und hat einen Tragegriff. Wir gucken uns das Ding jetzt mal kurz in der Großaufnahme an. Okay, hier jetzt mal der Lauson im Detail. Also man kann schon sehen, das glänzt gar nicht so schön wie auf den Produktfotos. Das sieht viel matter aus, auch das Blau längst nicht so kräftig. Die Tasten sind auch in Silber mit Schwarz beschriftet, zumindest hier. Der Druckpunkt ist ähnlich fest wie bei dem Lenko auch. Aber hier unten habe ich halt meine Probleme, weil da sind eben nicht die Tasten beschriftet, sondern die Beschriftung ist oben drüber. Und das lässt sich dann doch ziemlich schwer erkennen, zumal das dreifach belegt ist pro Taste, was es natürlich für Kinder eher schwierig macht. Dann haben wir hier unten den AUX-Eingang und einen Kopfhöreranschluss. Das hat der Lenko nicht, den Kopfhöreranschluss. Und hier ist auch der USB-Port. Dann hier die Lautsprecher. Das gucken wir uns gleich an mit diesem Disco-Licht, was da so schön beworben wird. Hier hinten die Antenne, wie gesagt, in dem Fall zum Ausklappen. Das nutzt aber auch nichts. Der Empfang ist nicht allzu gut vom Radio. Dann hat er hier seinen Tragegriff. Das finde ich wiederum praktischer als den Eingriff beim Lenko. So, hier hinten ist noch der Stromanschluss. Hier ist der zweite Lautsprecher. Und dann sind wir auch schon wieder vorne. Dann wollen wir das Ding mal kurz an den Strom anschließen. Der Aufbau ist ziemlich ähnlich wie beim Lenko. Hier sehen wir jetzt die Stromtaste, also dass er am Strom angeschlossen ist. Das ist nicht sehr gut zu erkennen. Hier ist keine weitere. Das Display. Jetzt machen wir das Gerät mal an. Das ist auch so ein kleines LCD-Display. Aber im Gegensatz zum Lenko ist das hier beleuchtet. Der geht jetzt auf Radio. Dann machen wir mal schnell leise. Ja, harter Tastenanschlag. Und dann gehen sofort auch diese lustigen Lämpchen an auf beiden Seiten. Die blinken genau in dem vorliegenden Rhythmus. Jetzt nochmal langsamer und dann gleich wieder schneller und das wiederholt sich dann endlos. Egal, ob Musik läuft oder nicht und egal, welche Musik läuft, also das richtet sich nicht nach der Musik, die haben einfach nur ihr vorgegebenes Muster, was da eben gerade gezeigt wird. Das ist ja insoweit alles noch in Ordnung bei diesem Billiggerät. Womit ich aber ein Problem habe, ist, das lässt sich nicht abschalten. Also man muss dieses Blinken ertragen, ob man möchte oder nicht, und das auch auf beiden Seiten. So. Und dann völlig motivationslos. Also wenn das wenigstens sich an der Stimme oder an der Musik oder irgendwas orientieren würde, keine Ahnung. Also hier haben wir zumindest ein beleuchtetes Display. Auch hier wird dann ganz klein angezeigt. Hier können wir jetzt den Modus ändern. CD, ist nichts drin. Oder eben USB, das hören wir uns gleich an. Wenn man das jetzt, der bietet einen 5-Stufen-Equalizer, der den Namen aber nicht wert ist. Dann kann man hier, oh, jetzt geht er auf AUX, okay, und dann sind wir wieder bei Radio. Wenn man das jetzt gedrückt hält, nein, auch nicht, so, wie ging das denn jetzt? Rock, Pop, Jazz, Fla, keine Ahnung, und Classic. Und dann sind wir auch schon wieder vorne. Diese Modi werden geboten.
Ein Unterschied ist da nicht wirklich zu hören. Und wir testen jetzt mal ganz kurz USB, wie der Klang hinsichtlich von so einem, das ist wieder dieses File von YouTube, was lizenzfrei ist. Was man also durchaus FO01, also Folder 01, okay. Ja, das lässt sich hier nicht gut erkennen. Machen wir lauter. Ich versuche das gleich nochmal anders darzustellen. Und soweit zur Detailansicht vom Lausern. Der Lenovo hingegen glänzt wesentlich mehr, ist ein ganzes Stück größer und auch schwerer als der Lausern. Und auch den wollen wir uns mal kurz in der Großaufnahme angucken. Dann schauen wir uns das Lenko im Detail an. Also hier kann man schon schön sehen, die glänzenden Farben, während das Schwarz in matt gehalten ist. Hier vorne sind die ganzen Bedienanschlüsse. Das kleine LCD-Display, wir gucken uns gleich mal an. Hier die silbernen Tasten, die schwarz beschriftet sind und dadurch auch sehr gut abzulesen sind. Das ist, die sind auch nicht doppelt belegt oder irgendwas. Damit kann man dann ganz selbsterklärend durch die einzelnen Sachen durchsteuern. Da will ich jetzt auch gar nicht sehr zu viel im Detail drauf eingehen. Das steht auch in der Bedienungsanleitung nochmal gut beschrieben. Hier über die Stopptaste wählt man den Eingang aus, ob man CD, USB oder AUX hören möchte. Die Lautsprecher leisten 1,2 Watt und sind dafür damit laut genug, um Zimmerlautstärke zu überschreiten. Hier unten ist der USB-Anschluss. Das Ganze von unten, hier ist das Batteriefach, damit man das auch portabel betreiben kann. Hier hinten ist der AUX-Anschluss und der Stromanschluss. Seitlich sehen wir dann nochmal das Dialrad für das Radio. Das ist ein bisschen unglücklich, ist auch schwer abzulesen. Hier hinten ist dann die Funktion Wahlschalter, also von aus auf Radio, auf CD, USB bzw. AUX kann man das hier schalten. Wenn das Gerät sich irgendwann automatisch abgeschaltet hat, geht man wieder in den Off und zurück in das jeweilige, in die jeweilige Funktion, die man ausüben möchte. Hier oben ist die Antenne. Die ist versenkbar, das gefällt mir gut. Bei den anderen beiden ist das so, wird das so weggeklappt, gucken wir uns gleich an. Die kann man hier so rausziehen. Die ist nicht allzu groß, aber der Empfang ist okay. Auf der Seite haben wir dann noch die Lautstärketaste. Hier hinten ist der Eingriff zum Tragen. Er hat also keinen Bügel, sondern nur diesen Eingriff. So, und jetzt kommt eigentlich das, was mir am wenigsten gefällt. Auf einerseits lässt sich das CD-Fach öffnen, wie bei dem alten Lenko auch, einfach nur hier drauf zu drücken, zack, und dann geht das ganz sanft und von alleine auf. Wunderbar, da legt man die CD ein und dann muss man das zumachen, Achtung. Und das klingt für mich, als würde das hier hinten irgendwo im Gestänge haken. Ach, das macht keinen guten Eindruck. Also hier hinten irgendwo knackt das. Und wie lange das halten mag, also wenn man es ganz vorsichtig macht, nur hier vorne über die Ecke. Okay, dann geht's. Aber wenn ich mir überlege, das kommt in die Kinderhände meines 7-jährigen Sohnes und wie der damit umgeht. Dem alten Lenko hat das bisher nichts ausgemacht, aber dem Ding hier, ob dem nicht relativ schnell das Genick gebrochen wird, gut, das wird sich dann zeigen. Ich habe mal kurz das Stromkabel angeschlossen, dann kann man sehen, das Powerlämpchen leuchtet und auf dem Display ist nichts zu sehen, das ist im Moment auf Radio eingestellt. Dann gehen wir mal auf USB und CD. Hier kann man jetzt sehen, dass hier was angezeigt wird, aber beleuchtet ist das nicht. Der springt dann zuerst auf die CD, wenn eine drin ist, wenn man das umschalten möchte. Gehen wir hier auf USB, da ist aber nichts drin im Moment. Dann schaltet er hier in die einzelnen Titel, die in dem Kapitel drin sind, beziehungsweise kann man dann auch den Ordner vorschalten und so weiter. Jetzt schaltet er auf USB um, da ist aber im Moment nichts angeschlossen.
Wenn wir das mal machen, hier sind Stick vorbereitet mit einem Musikstück, das ich von YouTube runtergeladen habe, was lizenzfrei ist und was ich für dieses Video auch benutzen darf. Dazu gleich noch mal mehr. Und soweit erstmal zur Detailansicht. Wie wir eben sehen konnten, hat der keinen Tragegriff, so wie der hier oder auch der alte Lenko, sondern muss hier hinten genommen werden und dann getragen. Finde ich jetzt nicht so praktisch. Ich finde den Griff praktischer. Also er lässt sich tragen, aber das hier gefällt mir besser. Da kann man zur Not auch mal aufhängen oder mal ans Handgelenk. Das geht hier mit. Naja gut, so hat alles seine Vor- und Nachteile. Von einem Gerät, was 42 Euro kostet, erwarte ich natürlich keine technischen Höchstleistungen. Jedoch muss er sich mit dem in die Jahre gekommenen Lenko messen, der wirklich nicht schlecht ist, auch hinsichtlich des Klangs. Vergleiche ich die drei Geräte miteinander, hat der alte Lenko den besten Klang und ist das günstigste Gerät. Den kann man auch heutzutage noch kaufen für ein paar 30 Euro. Der kostet 7 oder 8 Euro weniger oder sogar 10 Euro weniger als das Nachfolgemodell und ich glaube 7 oder 8 Euro weniger als der. Und produziert den besten Klang. Das Einzige, was dem fehlt, ist, wie gesagt, MP3 und USB-Unterstützung. Tja, das ist das Problem. Was mir hier überhaupt nicht gefällt, ist dieses Vollplastik. Das haben die anderen auch, aber die sehen wenigstens schick aus. Und dann diese Blinklichter hier, die sich nicht abschalten lassen. Das ist ein Drama. Das Ding mal an. Das ist ein Drama und das hört nicht auf und es gibt keine Möglichkeit, das abzustellen. Was mich an dem Lauson ebenfalls stört, ist die Bedienung des CD-Fachs, weil da ist nicht einfach eine Taste, die man drückt und das geht sanft auf, sondern man muss das hier richtig nehmen und dann aufziehen und ihr seht schon, was dabei passiert. Das ganze Gerät bewegt sich. Ich kann das hiermit anheben, wenn ich möchte. Also das ist überhaupt kein... Und gerade für Kinder, die dann eher noch ein bisschen grober dran gehen, ich kann denen beibringen, drück vorsichtig hier drauf und das Fach öffnet sich und dann schließt du das Fach wieder. Auch vorsichtig, alles gut. Aber wenn ihr das schon so anheben muss, so und genauso muss es dann auch wieder runtergedrückt werden, ist ein Mechanismus, der mir überhaupt nicht zusagt. Gar nicht. Wie eben schon mal kurz demonstriert, ich zeige es aber gleich nochmal und auch erwähnt, ist der Klang von diesem Gerät hier völlig bassfrei. Man will ja niemand belästigen, nennt sich aber ironischerweise Boombox. Da habe ich auch gesagt, Leute, und die Boombox ist wo? Habe ich den Karton nicht ganz ausgepackt oder was ist? Die gesamte Verarbeitung und Leistung von dem Gerät finde ich für den Preis nicht in Ordnung. Da gibt es bessere Beispiele. Bessere Beispiele. Ebenfalls gefällt mir nicht, dass die Tasten stellenweise dreifach belegt sind und schlecht leserlich. Die hier gehen ja noch, aber die hier, wo die Beschriftung dann außer, also oberhalb von der Taste auf der Farbe vom Gehäuse ist, das ist nicht gut gemacht. Das ist zu klein. Die Anleitung für den Lauson, die ist kurz und knapp und in verschiedenen Sprachen. Es steht im Prinzip alles drin, was man wissen muss, außer, was interessant gewesen wäre, wie man die blöden Blinklichter abschaltet. Kein Wort darüber. Auch nicht, dass die nicht abschaltbar sind. Ja. Im Fazit zu dem Lauson, für den Preis gibt es auf jeden Fall Besseres. Allerdings muss man ihm zugutehalten, dass er ein beleuchtetes Display hat und dass die Anschlüsse alle praktisch vorne liegen. Ebenfalls die schöne Tragfähigkeit von dem Griff. Zum Lenko SCD 37 USB wäre da noch zu erwähnen. Der klingt nicht ganz so gut wie der alte. Der hat auch ein bisschen weniger Bass, keinen Equalizer. Klingt allerdings besser als der Lauson. Und bei dem alten ist dazu zu sagen, der hat also A, hat er sowieso den besseren Klang, den Bass, auch den kräftigeren Klang und er hat zusätzlich noch einen ganz kleinen Bassverstärker. Aber grundsätzlich von dem, was ich ja vorhabe, gefällt mir der hier vom Klang her besser als der Lauson. Der spielt MP3, CDs und USB und hat einen AUX-Eingang, allerdings hinten, also USB-Anschluss ist ja vorne, der AUX-Eingang ist hinten. Wie weit das praktisch oder unpraktisch ist, muss man dann sehen. Leider hat er keinen Kopfhöreranschluss. Das fehlt ihm. Dadurch lässt sich natürlich auch kein externer Lautsprecher mehr anschließen. Selbst der alte Lenko hat einen Kopfhöreranschluss. Der Radioempfang ist okay. Der Vorteil an dieser Antenne ist meiner Meinung nach, dass die versenkbar ist. Ich finde das jedenfalls praktisch, wenn es versenkbar ist. So, dann kann man das ganz ausziehen und dann auch entsprechend einstellen. Gefällt mir persönlich besser als das Einklappbare.
Was allen drei Geräten eigen ist, sie schalten sich nach einer gewissen Zeit selbstständig aus, sodass man also gar nicht riskiert, dass die unentwegt weiterlaufen. Bei allen dreien ist es so, in dem Modus, wo sie dann sind und sich ausgeschaltet haben, man muss erst wieder ganz ausmachen und geht dann in den Modus, in den man wieder möchte, zurück und aktiviert das Gerät auch wieder. Das ist auf jeden Fall praktisch. Das ist auf jeden Fall praktisch. Möchte ich hier den CD-Player bzw. den USB-Eingang benutzen, stelle ich den Schalter hier entsprechend auf USB, CD und AUX, wobei der AUX-Eingang automatisch geschaltet wird, sobald hier hinten ein Kabel drin steckt. Die beiden Lautsprecher von dem Lenovo sind ein bisschen kräftiger als die von dem Lauron. Die leisten 1,2 Watt RMS. Das reicht also völlig, um die Zimmerlautstärke zu übertönen. Und bei voller Lautstärke klirrt da auch nichts. Allerdings merkt man, dass die Lautsprecher da ganz schnell an ihre Grenzen kommen. Und natürlich ist es deshalb auch ein wenig schade, dass kein Kopfhörerausgang da ist, dass man zum Beispiel wirklich dann über Kopfhörer hätte hören können, um keinen anderen zu stören, beziehungsweise aber auch, wenn man es denn mal ein bisschen kräftiger gewollt hätte, einen externen Lautsprecher dran gehängt. Im Fazit zum Lenko möchte ich sagen, es ist ein einfacher Player, der gut für Kinder geeignet ist. Die Erfahrung habe ich mit dem alten schon gemacht. Der ist vom Aufbau her so wie der alte Lenko auch. Die Tasten sind gut beschriftet, gut zu lesen und auch gut zu fühlen. Der Druckpunkt ist nicht ganz so steif wie hier und lässt sich aber wirklich gut ausführen. Der Klang ist okay, das Gerät kann auch über Batterien betrieben werden, ist also genauso flexibel einsetzbar wie die anderen auch. Der Nachteil ist diese merkwürdige Klappe, ein bisschen wenig Bass und dass er keinen Kopfhöreranschluss hat. Unterm Strich haben also beide Geräte ihre Vor- und ihre Nachteile, wobei für mich dann doch die Bedienung und der Klang des Lenko ausschlaggebend sind. Die überwiegen dann doch, also gut, da ist das Display beleuchtet, das hatten wir vorher auch nicht. Den guten Klang von dem alten Lenko erreicht er ebenfalls nicht. Der fehlende Kopfhörerausgang ist vielleicht zu verschmerzen. Ich weiß nicht, ob der hier schon mal benutzt wurde. Da überwiegt dann für mich die bessere Handhabung, die Tasten und der bessere Klang. Preislich liegen die 2 Euro auseinander, das macht den Bock dann auch nicht fett. Das war es mit dieser Gegenüberstellung dieser beiden tragbaren CD-MP3-Player, einmal von Lenko und einmal von Lauson. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen hoch, einen Kommentar und ein Abo und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hier bei Joe Dominguez Technik Reviews. Bis dann!